Hallihallo, ich möchte euch ein ganz kurzes Video aufnehmen, und zwar um euch zu zeigen, wie ihr die Musik von meiner Seite ganz einfach runterladen könnt. Wir gehen auf Google und geben dort ein 4K Video Downloader und kommen dann auf diese Seite, kostenloser Video Download für PC. Geht übrigens für Mac und Linux genauso. Kommen wir sofort auf die Seite, großer grüner Balken, Download 4K Video Download. Wir laden uns die Installationsdatei runter und installieren sie. Wenn wir das gemacht haben, brauchen wir eigentlich nur mehr auf YouTube, auf unser YouTube-Video zu gehen, uns das Video auszusuchen und das Wichtige ist jetzt, mit der rechten Maustaste ins Video reinzuklicken. Irgendwo im Video rechte Maustaste und wir gehen auf Video URL kopieren. Jetzt brauchen wir eigentlich nur mehr den Video-Downloader starten. Hier ist er schon. Und wir haben oben Link einfügen. Da klicken wir einfach drauf. Es wird jetzt der Link eingefügt, den wir kopiert haben. Jetzt ist dieses Video ein Teil einer Wiedergabeliste. Wir wollen aber nicht die ganze Wiedergabeliste herunterladen, sondern nur diesen Clip. So, jetzt analysiert das Programm die Datei. Es dauert ein wenig, kommt auf eure Internetgeschwindigkeit an. So, jetzt hat das fertig analysiert und hier sehen wir Audio extrahieren. Wir können jetzt das Video herunterladen mit dem Audio oder wir können nur die Audiodatei extrahieren. Wir wollen nur die Audiodatei haben. Wir können uns auch rechts daneben aussuchen, ob wir das MP3 oder als M4A oder OGG-Datei haben wollen. Wir bleiben bei der MP3-Datei. Auch hier haben wir zwei Möglichkeiten. Normale Qualität, niedrige Qualität. Wir nehmen die normale. Und jetzt ganz wichtig, wir gehen auf Durchsuchen und suchen uns den Speicherort aus, wo wir es hinhaben wollen. Ich will es hier in Downloads haben, diese Datei, und geht er hier auf Sichern. So, ich habe es schon einmal gemacht, deswegen sagt er hier, die Datei gibt es schon. Wenn ich das gemacht habe, mir den Speicherort ausgesucht habe, brauche ich nur mehr auf Extrahieren gehen und die Datei herunterladen. Es dauert wieder ein paar Sekunden, aber jetzt ist die Datei fertig heruntergeladen. Wir überprüfen das in unserem Browser und schauen, ob in Downloads auch wirklich die Datei ist. Und Heureka, ja, hier haben wir eine MP3-Datei und der Download ist fertig. Wir können mit dieser MP3-Datei jetzt machen, was wir wollen. So, das war's. Kurzes Video, kurz und knackig, kurz und bündig. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.